Ja, und das zu klären, ob sich Naturwissenschaften und der Glaube irgendwo miteinander vereinbaren lassen, das hat sich Josef Mittermeier hier im Studio nicht nur auf die Fahnen geschrieben, er hat auch ein dickes Buch geschrieben, vergangenes Monat rausgekommen. Zeit in Bibel und Physik samt frühester Philosophie. Es hat zwei Teile, Sie haben auch noch einen Co-Autor, kommen wir kurz dazu. Ja, wie kann denn das gelingen, dass man den Glauben und die Naturwissenschaften unter einen Hut bringt, dass sich das nicht gegenseitig ausschließt? Ich denke, es kann sehr gut gelingen. Ich habe mir zumindest den Anspruch gestellt, das genau zu tun, die beiden Aspekte unter einen Hut zu bringen. Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, deshalb habe ich mich auf das Thema Zeit konzentriert und alles um die Zeit herum verglichen. Was sagt die Naturwissenschaft, was sagt die Bibel? Und ich denke, da gibt es viele Parallelitäten, glaube ich, auch einige Aha-Erlebnisse, die mir persönlich dann widerfahren sind und die ich gerne auch an Leser weitergebe. Ja, es hat ja unheimlich viele verschiedene Kapitel mit verschiedensten Unterthemen, Thermodynamik, Elektromagnetismus, Quantenmechanik, also sehr physikalisch. Warum stellen Sie die Zeit in den Vordergrund? Jetzt allein, wenn man bedenkt, wie alt das Universum ist und wenn man nach der Bibel geht, war die Schöpfung in 6 Tagen erledigt und die Erde existiert so, wie sie ist, vielleicht seit 6000 Jahren. Ja, das sind ganz verschiedene Angaben. Aber warum ist die Zeit für Sie wichtig? Gut, Zeit ist natürlich etwas, was vom Wesen her sehr interessant ist. Ein Begriff aus dem Alltag, der allerdings in der physikalischen Ausprägung deutlich anders ist als das, was wir uns so im Alltagsgebrauch vergegenwärtigen. Ihr Beispiel, das hatten Sie angesprochen, ja, 6000 Jahre Schöpfung versus 13,6 Milliarden Jahre Weltall. Das kann man heute schon zusammenbringen, weil seit Albert Einstein ja die Relativitätstheorie aussagt, Zeit ist relativ. Also es muss nicht das eine oder das andere gelten. Es können durchaus auch beide gelten. Das ist einer der vielen Aspekte, die ich in diesem Buch dann auch beleuchten wollte. Ja, also Sie haben es schon sehr fundiert gemacht. Es ist, also hält jeder den wissenschaftlichen Erkenntnissen stand. Aber Sie haben sich auch Mühe gegeben, es ist ein anspruchsvolles Buch, aber dass man es trotzdem lesen kann. Wie gelingt es, dass man ein bisschen Durchhaltevermögen vorausgesetzt, dass man dabei bleibt und es auch spannend findet, was Sie schreiben? Wie bringen Sie das rüber? Sie haben völlig recht, es ist schon ein umfangreiches Buch. Allerdings haben wir uns bemüht, auch nach jedem Kapitel eine kurze Zusammenfassung in 2, 3 Sätzen zu geben. Also man muss nicht notwendigerweise das ganze Buch lesen. Man kann sich auch über die Zusammenfassungen entsprechend hier durchlavieren und einen guten Einblick gewinnen, was das Buch entsprechend aussagen will. Ja, Ihr Co-Autor, der Alfred Gerstenkorn, hat die zweite Hälfte, es ist also nicht so, dass Sie das Gesamtwerk zusammen verfasst haben, sondern Sie die erste Hälfte mit der Physik und dem Glauben der Bibel. Und das zweite dreht sich hauptsächlich um die Philosophen. Seit frühesten Anbeginn, wann steigt denn der Herr Gerstenkorn da ein? Ja, das geht so los, 800 vor Christus mit Hesiod, dann den Vorsokratikern, Sokrates und so weiter. Auch ganz interessant, was die auch über die Zeit schon gedacht haben. Und die heutige moderne Physik, die großen Physiker der letzten Jahrhunderte, die haben sich alle intensiv auch mit Philosophie beschäftigt, mit den Philosophen. Deshalb war das hier eine perfekte Abrundung auch für dieses Buch. Ja, Sie haben sich intensiv beschäftigt. Man sieht schon, auch wenn wir jetzt nur andeuten können, um was es geht, was da alles drinsteckt. Also ein spannendes Werk, Zeit in Bibel und Physik, samt frühester Philosophie. Nicht dran vorbeilaufen im Buchladen, sondern ruhig mal zugreifen und ein bisschen mutig sein, sich damit beschäftigen. Hinterher freut man sich, dass man es sich zu Gemüte geführt hat. Dann vielen Dank, Josef Mittermeier, Buchautor, neues Werk, vor kurzem herausgegeben. Vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne.